Körperspannung, sie macht es toll. Eins, zwei, langsam, ich muss den Schwerpunkt verschieben, so wird's gut. Tschack. Wenn Sie jetzt gucken, viermal das gleiche Bild, viermal die gleiche Pose, völlig andere Bildwirkung durch den Fotograf. Ich ziehe auf, jetzt. Tschack. Da war von mir ein bisschen verschoben, ich muss noch rücken, das war nichts. Jetzt passt es langsam. Da war Spannung und tschack, du variierst. Ich gehe dann, ja, das ist geil, bleib, ich mache hochkant gleich mit einem selben Bild. Schärfe genau auf die Arme hier gestellt und tschack, das ist ein geiles Bildchen. Und ich denke, da hat sie auch mal Applaus. Ja, top wird es. Schärfepunkt sitzt. Und tschack. Ja, genau so muss es sein. Das passt. Ja, wer hat die Richtung? Die Blickrichtung geht genau dorthin, wo die Tiefe ist. Da sind den schönen Busen abgebildet. Unten ist der Lichtabfall, von oben ist mit dem Bodenfilter abgedunkelt. Also ein geiles Aktbild. Kann man nichts dagegen sagen. Jetzt machen wir eins. Sie zieht kurz ein T-Shirt über und dann lassen wir die Wasserbomben platzen. Da erleben wir. So, ich stelle den Schärfepunkt genau drauf. Wir machen ein Testbild wegen Licht erstmal. Es geht um nichts. Ja, ist natürlich viel zu dunkel. Mein Gott. So, jetzt gucken wir nochmal. Pass auf. Passt. Ja, sieht gut aus. Und jetzt machen wir noch eins. Jetzt stellen wir mal auf Farbe. Ja, uns ist farbig sehen. Ja. Na ja, aber hallo. Sie müssen was sagen. Wir machen jetzt eins, wir stellen uns auf Feinstil. Das klingt sehr edel, sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Machen wir mal. Nochmal ein Probebild, Feinstil. Ah, und es wird Farbe. Sehr bunt, blau. Da sieht man das Wasser dann knallig. Noch ein letztes Testbild. Passt, jawohl. Wenn es blau wird, wird es spannend. Ne? Du bist soweit bei drei. Bei drei haust du die Nadel rein, okay? Ja, Druck drauf machen. Vorhin hat sie die Nadel reingerannt und kam nur so ein Wasserstrahl raus. Ich kündige dir das groß an, es gibt eine Explosion. Tschack, war echt peinlich, ja. Nein. Aber es klappt jetzt. Sind Sie aufgeregt? Ja. Na, dann ist gut, dann klappt es. Ja, sehr gut. Ich hoffe, ich werde aufgeregt sein. Okay. Du bist soweit? Ja. Es passt. Wer will mitfotografieren? Du musst aufpassen, du wirfst dir Schatten ins Gesicht. Ja, ja, von hier. So, drehen. So, ist gut. Ja, guck mal nur. Ja, passt. Jetzt ist gut. Fotografiert jemand mit? Ja. Ah, er ist ganz aufgeregt. Okay? Eins, zwei, jetzt. Ja. Tschack. Ja. Noch eins. Mal nochmal das Wasser spritzen, weil du musst mehr Druck drauf machen, Mädchen. Eins, zwei, jetzt. Zack. Noch eins. War immer noch nicht, wie ich will. Du wirfst da immer noch Schatten ins Gesicht. Ja, du drehst zu mir. Du musst mir so zurück. So, ja. Ja. Eins, zwei, jetzt. Zack. Jetzt klappt's. Jawohl, das sieht gut aus. Jemand von Ihnen? Sie sind jetzt mal dran mit explodieren lassen. Ja, natürlich, aber hallo. Ja, aber hallo, das geht gar nicht mehr da. Perspektiven, wie das wirkt, je nachdem, wie sich die Perspektive verändert. Das Dreieck bedeutet, Sie moduliert in Ihrem Körper ein Dreieck, so ist diese Position, der den unteren Akt bezeichnet. Wenn ich jetzt hingehe und tue das frontal abklappen, dann hat man hier im Prinzip eine große Tiefe drin. Ich bin begeistert. Wenn ich jetzt hier mit verschiedenen Leisten als, nennen wir es mal, für ein Dreieck aufzuspannen, ändere meine Perspektive, sitze hier auf der einen Seite in den goldenen Schnitt und mache das Bild. Eine ganz andere Bildwirkung mit der gleichen Figur, bloß die Perspektive des Fotografen hat sich verändert. Spricht euch da animieren, fotografiert ihr auch mit dem Handy oder sonst was. Ihr seid die Perspektive. Und ihr entscheidet, wie das Bild aussieht. Das ist eine ganz einfache Sache und jetzt machen wir das, was ich jetzt mache, etwa
braucht wieder auf das Motten von oben drauf. Dadurch wird sie den Boden gedrückt. Wir gucken uns das mal an. Ja. Okay, ja. Wir haben schon gut hoch. Die andere ein bisschen tiefer. Noch tiefer. Jetzt Körper spannen. Und schack. Jawohl. Und Variation wieder. Also einfach variieren. Schack. Das machen wir auch hochkant. Das Bild kriegt sofort eine ganz andere Bildwirkung dadurch. Und schack. Und noch einmal Variation. Jawohl. Schack. Und nochmal hochkant. Und eine Abänderung machen wir noch frontal, machen wir noch eine Pose, direkt auf der Schiene hier. Und dann lassen wir die Wasserbomben platzen. Ja, sehr schön. Jawohl, schärfst du den Sitz, sehr schön. Du stellst den Hund ein bisschen tiefer, jetzt Körperspannung aufbauen und tschack. Das passt. Ein schönes Abschlussbild. Lass auch mal Applaus von euch. Hat den voll gemacht. Ja, und jetzt lassen wir die Wasserbombe platzen. Mit 8000 Model drauf. Da muss ich die Belichtung ein bisschen kürzer nehmen. Und dann ist die Bildwirkung devot, wie man so schön sagt. Aber gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Trotzdem möchte ich es euch mal zeigen. Das Model ist abgeplattet, von oben fotografiert. Füllt wohl bildfüllend das Dreieck aus, also das ganze Bild. Aber wir machen eins zum Schluss hier. Perfekt, jetzt ist gut. Ich spanne das Dreieck auf. Die Leiste, geh runter. Schärfepunkt setze ich genau aufs Gesicht. Zoome ein bisschen rein. Ja, ich nehme ein bisschen dunkler das Bild und tschack, jetzt. Jetzt seht ihr mal, unten die Leiste führt in die eine Ecke rein. Das Bild kriegt ein schönes Konturlicht von der Seite. Ein typisches, schönes, kulturales Aktbild, sehr dunkel dargestellt, also eine schöne Form. Jetzt machen wir noch ein Bild, dann machen wir im Stehen mal eine Position. Und zwar machen wir Hochkantenbild. Die sind alle gut, die Scheinwerfer. Ja, funktioniert alles. Relativ eng positioniert. Ich mache einen amerikanischen Schnitt, das heißt, ich mache den Bildschnitt über dem Knie. Dadurch ist die Bildwirkung natürlich anders, wie wenn man die Beine mit dazu nimmt. Gucken wir es mal an, es könnte sein, dass ich hier, ja, du machst hier Schatten. So ein bisschen drehen, ja, so wird es gut, jawohl. Ja, jetzt sieht es gut aus. Ich habe auch nicht, der knüpft mit, ich, jetzt nicht. So, jetzt sieht es ganz anders aus. Jetzt mal ein bisschen eine breitere Position, nicht so schmal. Eine Kunstpose, wo wir die Füße mitnehmen können. Ja. Der stört jetzt ein bisschen hier, der Mann. Bleib, ist gut, bleib. So, ist perfekt, jawohl, sehr gut. So, ich gehe jetzt auf die Seite, stelle sie in den goldenen Schnitt. Guck, dass auch zwischen den Armen und dem Kopf frei ist, stell den Schärfepunkt, geh runter und tschack. Ja. Entscheidend ist hier, dass ich die Position vorgebe. Mach nochmal, du hast seitlich so nochmal so eine Position gehabt mit den Armen. Umgekehrt bitte. Das ist es nicht. So, bei 3 gehst du hoch. Schärfepunkt steht. Seid ihr soweit? Jungs, die mitfotografieren. 1, 2, jetzt. Tschack. Jawohl. Bisschen heller müssen wir das Bild machen. Nochmal bitte. Ich gehe bewusst runter, damit sie gestreckte, lange Beine kriegt. Wenn ich auf gleicher Höhe bleibe, wird es nicht schön. Man probiert so. Ja, passt. 1, 2, jetzt. Tschack. Jawohl. Ja, wenn man jetzt guckt, jetzt ist auch in Gesichtsstruktur drinnen, wirkt also sehr gut diese Position und ich denke, eine vollkommene Packpose. Dürfen wir auch mal applaudieren für die Frau, weil das macht ja auch nicht viel.
Perfekt, sehr gut. Letzte Pose und dann kommen wir für die Wasserschlacht. Ja, das habe ich vorhin gemeint. Sehr schön. Eins, zwei, jetzt, zack. Passt. Ja, nicht ganz nur geguckt. Ja, so ist geil. Körperspannung, sehr geil. Jetzt Körperspannung und zack, jawohl. Seht ihr, jetzt hast du das Bild, ich habe den Polenfilter ein bisschen gedreht, dadurch schaffe ich das Scheißlicht hier oben ab und es wird etwas dunkler von oben her. So, jetzt machen wir eine Sekunde, bauen wir um und dann lassen wir die Wasserbomben mit 8000 Sekunden, lassen wir dann platzen. Da müssen wir noch ganz schnell den Akku tauschen. Live ist live. Ist halt so. Ja, der passt. Und der ist voll, passt also. So, funktioniert sehr schnell, Sie haben es gesehen. Ich wusste gar nicht, dass wir heute so viel fotografiert haben. Ja? Die Lamp schalten wir mal ein. Und jetzt sieht man, jetzt geht er. Okay, lassen wir mal das Dauerlicht an. Also, wir fotografieren jetzt mit 8000 Sekunden. Der ISO-Wert drehe ich mal hoch. 8000 pro Bild ohne Zustechen, wir gucken es uns an. Jetzt machen wir das Ganze, machen wir natürlich noch farbig. Wir wollen es ja nicht monochrom haben, mit viel Blau. Oben schalten wir die Lampen ab, dann ist die Bildwirkung noch besser. So, gucken wir uns an. Ja, noch ein bisschen heller. Passt also. Jawohl, so ist gut. Also ich zähle bis 3. Dann haut sie die Naht rein mit den 6400 Sekunden. Muss das Wasser aussehen wie gefroren. Du bist soweit? 1, 2, 3, tschack! Paff! Sie sehen, das Wasser hat geknallt. Ja, sieht geil aus, auch das Gesicht. Ja, passt genau. Machen wir nochmal. Schärfepunkt, richtig genau drauf. Schärfepunkt steht. 1, 2, 3, tschack! Paff! So, wer hat von Ihnen den Mut? Ja, wer macht es? Komm her, stell dich nicht so an. Machst du wirklich nicht? Nee, brauchst du dich? Ja, auf geht's, jawohl! Super!